Wir kommen aus einer klar strukturierten Vergangenheit. Das Netz war übersichtlich. Wenn wir uns heute umschauen, wir haben schon 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen. Wir werden die Elektromobilität erleben, wir werden weitere Veränderungen erleben. 80% Erneuerbare als eines der politischen Ziele, das geht nur mit Digitalisierung. Damit ist aus der Option für das Morgen ein Muss geworden. Ja, wir leben privat in der Zeit des Internets. Wir laden Funktionen herunter, wir tauschen Funktionen aus. Und so sehen wir auch in die Zukunft bei dem elektrischen Verteilnetz. Wir haben auf der einen Seite die Betriebsmittel, auf der anderen Seite die Akteure. Dazwischen und Software entkoppelt von den Betriebsmitteln werden wir dieses Ökosystem Energienet der Dinge erleben, was die Player im Markt, die Betriebsmittel, zu den jeweiligen Geschäftsmitteln verknüpft. Die Frage ist, wie kann das Verteilnetz, die Elektromobilität, die jetzt stetig zunehmende Fahrzeugdichte aufnehmen? Das haben wir studiert. Wir sehen passive, wir sehen aktive Betriebsmittel, die das ermöglichen. Hinter allem steht, wir müssen mehr über den Netzzustand und mehr über die jeweiligen Möglichkeiten in der Netzausgestaltung, der Netzschaltung erfahren. Auch da sind wir wieder bei Digitalisierung und einem weiteren Aspekt. Wir sehen ganz klar in Deutschland, aber auch in Europa, es ist viel entwickelt. Es gibt tolle Piloten, Versuchsballons, Demonstratoren. Aber in der Praxis wird noch wenig in diese neuen Betriebsmittel investiert. Netze sind langjährige Investitionsmittel. 50, 60 Jahre halten die. Damit muss man vorausschauend investieren. Der VDE hat ein Netzwerk, er hat die Experten. Im FNN die Netzbetreiber, die Technologiefirmen, aber auch das Netzwerk in die Öffentlichkeit. Und damit kann man sich an der Stelle drehen und schauen, was ist der Blick nach vorne, was reizt man an, was sind die Lösungen und damit zukunftsorientierter als heute investieren. Das wäre ein Ziel, hinter das sich auch der VDE sehr schön stellen könnte.